Hallo liebe Fans von Carvlog, herzlich willkommen zum neuen Video. Vielleicht erahnt ihr es schon, worum es bei diesem Fahrzeug, was hier noch so versteckt steht, geht. Denn es ist nicht nur eine Premiere bei uns heute auf dem Kanal. Nein, die Premiere ist deutschlandweit. Und ich habe mir heute mal einen Produktexperten eingeladen und darf dich schon mal zu mir bitten. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Moin. Wir haben heute so ein paar Fragen ja von Usern mitgebracht, aber erstmal verrate uns doch, was haben wir denn hier so unter der Abdeckung drunter? Wir haben hier den brandneuen EQS. In der Ausführung 450 Plus. Also noch nicht den großen Motor, den 580er, darauf müssen wir noch ein bisschen warten. Aber wir sind froh, dass wir ihn da haben und den auch zeigen können. Sehr gut, weil zeigen können ist, glaube ich, ein Stichwort. Es gab von Mercedes direkt von ganz oben die Ansage, vor dem heutigen Tag geht hier nichts. Haben uns auch strikt dran gehalten. Wir haben sprich heute den 30. und drehen für euch ganz frisch dieses Video, was dann in 2 Tagen, also sprich heute dann am Samstag, erscheint. Und da sind wir mega stolz drauf, dass wir es hinkriegen, mal wieder ein Fahrzeug mit dem Tag der Premiere für euch am Start zu haben. Ja, und was das Auto so kann, seht ihr in unserem gewohnten 360-Grad-Rundgang, den wir heute zusammen mit unserem Produktexperten machen, der uns einige Fragen beantworten wird, nicht nur von mir selbst, sondern auch von euch da draußen. Also, vielen Dank fürs Einschalten und jetzt legen wir einfach mal los. Ja. Gut, also im vorderen Bereich fällt uns sofort auf diese große durchgezogene LED-Leiste und ein riesengroßes geschlossenes Panel. Genau. Da kannst du sicherlich einiges dazu sagen. Ja, richtig. Das ist signifikant für unsere Mercedes-Fahrzeuge, das Black Panel, was man vielleicht schon aus unseren vorherigen Elektrofahrzeugen kennt. Hier haben wir nochmal die Besonderheit, dass hier so kleine Mercedes-Sterne drin sitzen. Das ist wirklich der Urstern von Mercedes, also so sah er damals aus. Jetzt wieder neu auferstanden. Hier haben wir noch eine schöne Kamera direkt unter dem Stern. Aber das Eigentliche verbirgt sich hinter dem Black Panel. Das sind einmal die Radarsensoren, die man im Alltag braucht und wo man die Assistenzsysteme dann auch arbeiten sehen könnte. Okay. Also alles gut versteckt, nicht wie bei so anderen deutschen Premium-Marken, wo du überall da irgendwelche Dinge angebaut siehst, ja. Wo du sagst, naja, das sieht jetzt so komisch aus, wie ne, gehört da ja. Gar nicht hin. Ja, gefällt mir sehr gut und ein bisschen Luft kriegt er anscheinend auch noch hier ganz unten. Da sehe ich immer noch so ein paar Schlitze drin, gerade jetzt hier so unterm Kennzeichen. Braucht er denn als Stromer dringend Luft oder warum ist das so dabei? Genau, also gekühlt wird auch teilweise durch die Luft, aber das meiste regelt der Motor unter sich, also da braucht er keine Kühlung nochmal von außen. Okay, super. Dann lass uns den nochmal von der Seite anschauen. Ich glaube, da gibt es nochmal so die größten Unterschiede zur normalen S-Klasse, oder? Ja. Schon sind wir hinten am Heck angekommen und Max, ich finde ja, dass das Heck ja gar nicht mehr so aussieht wie die normale S-Klasse, weil ja. Die S-Klasse ja eher so limousinenartig weggeht. Warum ist es hier als Coupé-Form gewählt? Das hat einen ganz einfachen Grund. Dadurch, dass wir eine Elektrobasis hier haben, das heißt nur rein elektrisch, müssen wir darauf achten, dass wir natürlich einen guten CW-Wert haben. Und dieses Bogenförmige ist natürlich ideal, um perfekt durch den Wind zu kommen und dass man so wenig Widerstand hat wie möglich, um seine Reichweite auch so maximal wie möglich auszunutzen. Okay, jetzt hast du so 2 Stichpunkte reingeworfen. Einmal das Thema CW-Wert. Wie hoch wird der ungefähr sein? 0,2. Also, wie ich gehört habe, Weltrekord. Weltrekord. Ich glaube, das können wir unterstreichen. Wir haben auch noch kein Auto also vor der Linse gehabt, wo wir sagen können, hey, 0,2 oder annähernd, ja. Haben wir bisher noch nicht erlebt. Das nächste, was du angesprochen hast, ist Reichweite. Mhm. Ich glaube, wir haben eine User-Frage vom Helmut aus Wien, okay. Der wissen wollte, was ist denn wirklich die realistische Reichweite für die Varianten? Es gibt ja 2. Genau, richtig. Also die eine Variante, die wir jetzt hier stehen haben, macht ungefähr 500 Kilometer Reichweite. Das können wir so sagen. Also der 450er macht 500 Kilometer Reichweite und der 580er, der ganz große, macht dann ungefähr 700 Kilometer Reichweite. Okay, wo wir gerade beim Thema Reichweite sind, hier ist auch schon der Tankdeckel. Zack, die öffnet sich sogar automatisch, wenn du den ein bisschen anpusht. Kannst du uns dazu was sagen? Ich habe ja gehört, eine enorme Ladeleistung. Mhm. Soll hier vorliegen. Erzähl uns doch kurz was dazu. Genau, also wir haben ja 2 Stecker. Einmal die AC-Variante, das heißt der Wechselstrom, das langsame Laden. Und wenn wir den kleinen Plastiksockel hier rausziehen, haben wir einmal die Möglichkeit mit DC zu laden. Also mit dem Gleichstrom, mit der schnellen Variante. Was heißt schnell?
So wie viel ist möglich? 200 Kilowatt. 200 Kilowatt? Genau. Okay, also Herausforderung, glaube ich, für den Nutzer ist es, eine 200 Kilowatt Ladesäule zu finden, die das Fahrzeug auflädt. Wo wäre er, wenn er jetzt 200 Kilowatt laden könnte? Wie schnell wäre er aufgeladen? Ja, unter einer halben Stunde. Unter einer halben Stunde? Ja. Von 0 oder von 10 auf 80? Von 10 auf 80. Von 10 also auf 80. Es hat was mit der Ladekultur zu tun, damit die Autos intelligent und schonend geladen werden. Okay. Dass wir nicht immer von 0 an bis zu 100% dann durchpowern. Okay, also letztendlich liegt es jetzt nur noch an der Säule. Genau. Keyless Entry, wenn wir schon dabei sind, funktioniert ja mit drüberstreichen. Genau. Ah, sehr gut. Und du drückst, hast du vorhin erzählt, immer gerne drauf, damit sich es wieder verschließt. Genau. Funktioniert auch hervorragend. Dann lass uns doch gleich mal weitergehen. Wir sind jetzt bei den Rädern angekommen. Genau. Da hat er ja auch 4 Stück von. Und wie ich sehe, sind die ja fast geschlossen. Ja. Wahrscheinlich auch wieder, um diese 0,2 in Sachen CW-Wert zu erreichen. Genau, richtig. Also der CW-Wert ist da auch wieder wichtig, weil jede Lücke oder jede Kante, die auf Luft trifft, natürlich den CW-Wert erhöhen kann. Deswegen haben wir jetzt so eine Felge, die recht große Anteile hat und wenig Lücken dafür. Ist auch gar nicht so klein, ne? 21 Zoll, genau. Wiegt dann also auch ein bisschen. Ja, das kannst, denke ich. Kannst du uns was zum Gesamtgewicht vom Fahrzeug sagen? Das Gesamtgewicht sind über 2 Tonnen, aufgrund der großen Batterie natürlich, die den Hauptanteil des Gewichtes ausmacht, die einmal im kompletten Unterboden drin sitzt. Vorne sieht er ja nicht aus wie die normale S-Klasse. Nein. Warum hat man hier so eine andere Form gewählt? Na gut, wir stoßen jetzt neue Türen auf. Ne? Unser Flaggschiff, die S-Klasse, wird jetzt rein elektrisch. Und von daher haben wir gedacht, naja, es muss eine neue Designsprache her. Und auch genau das ist jetzt so eingetreten. Wir Mercedes-Liebhaber oder auch Verkäufer, Produktexperten, alle, die in der Mercedes-Benz-Familie sind, finden das Auto toll. Wir warten jetzt nur noch ab. Wir haben schon einige Kunden, die sich vorab dafür interessieren und die unsere Affinität für das Design teilen. Das ist ja bei vielen Herstellern ist es ja so, auch anderen deutschen Premium-Herstellern, die haben eine Plattform und tauschen halt einfach nur Komponenten aus. Und dann ist es ein E-Auto. Mercedes gibt sich dann nochmal besonders Mühe, um komplett neue Fahrzeuge zu entwickeln. Finde ich persönlich auch sehr gut. War übrigens auch eine Frage von einem User, von Peter aus Vera in Spanien, der uns schrieb und wissen wollte, warum das Mercedes eigentlich macht. Weil man ja doch eigentlich so eine S-Klasse, wie man sie jetzt gerade hinter dir stehen hat, einfach nehmen könnte. Sagt, okay, Verbrenner raus, ein bisschen Platz unten drunter schaffen und dann könnte ich es doch auch da einbauen. Ja. Jetzt habt ihr die Antwort. Es ist also, wie gesagt, gewünscht von Mercedes, dann komplett neue Designsprache mit Elektro anzugehen. Und ja, wie wir finden, also du ja bist wahrscheinlich auch hellauf begeistert. Definitiv. Sonst würdest du hier nicht davor stehen als Produktexperte. Wir sind es mittlerweile auch. Und von daher, lass uns doch einfach mal weiter rumgehen. Einfach mal ans Heck, um zu gucken, wie denn dort so die Lichtleiste aufgebaut ist. Klar, gerne. Also Max, hinten angekommen, fällt sofort auf die durchgezogene Lichtleiste. Ja. Ich glaube, beim EQA haben wir sie auch dabei gehabt. Genau. Und also, hier finden wir sie auch wieder. Ist wahrscheinlich so ein markantes Detail, um einfach diese EQ-Linie Genau, richtig. Also bei uns ist es so, wir haben damals mit dem EQC schon angefangen, diese durchgehende Lichtleiste zu machen. Die war damals schon der Renner. Und haben wir natürlich weitergeführt. Sieht super aus. In der Nacht macht das natürlich noch deutlich mehr her als jetzt. Aber sieht jetzt schon sehr, sehr gut aus, ja. Na, ich glaube, auch wenn sich das so aufbaut, das werden wir auch gleich mal drüber legen. Ja. Das ist natürlich schon absolut genial. Da gibt es ja so einen anderen deutschen Hersteller, der das auch nicht schlecht macht, aber wir finden beide, das ist, glaube ich, bei Mercedes nochmal irgendwie eine Spur charmanter geworden. Ja. Aber wo wir gerade hinten sind, wenn ich hier drauf drücke, habe ich eigentlich unten drunter die Rückfahrkamera oder ich mache einen Kofferraum auf. Genau. Zack. Du hast vorhin von der Zielgruppe gesprochen, Golfer, glaube ich. Genau. Wie viele Golfbags kriege ich denn hier rein? Definitiv 2 und vielleicht noch den Caddy. Den Caddy auch noch mit dazu? Okay. Ja gut, aber wenn ich die Sitze umklappe, dann kriege ich vielleicht sogar auch 4 Bags mit. Ja. Nur wer fährt dann zu zweit mit 4 Bags los? Ne? Ja, richtig, also, genau. Aber bei bei der geschlossenen Rückbank auf jeden Fall 2 Golfbags gehen problemlos rein. Ja. Sehr gut. Also, wahnsinnig großer Kofferraum. Man denkt ja immer, so ein E-Auto, das braucht irgendwie Platz für sämtlichen Kram. Hier ist alles so gut konzipiert, dass man wirklich noch mit der gesamten Familie reisen könnte. Mhm. Oder halt zu zweit zum Golfen. Ja, wo wir aber gerade hinten sind,
hier ist ja noch mal was versteckt, weil genau. Es gibt nämlich, und das ist auch wieder eine User-Frage, es gibt nämlich keinen Frunk an diesem Auto. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, und zwar die Monika aus Danzig fragte, ob er einen Frunk hat vorne drin. Gibt's aber nicht, hast es du uns schon erzählt? Es ist ein Trunk, genau, richtig. Gibt's es ist einmal hier hinten, da drunter. Gut, also hier hätten wir das große Fach, wo dann einfach so die Kabel und sowas alles rein können zum Aufladen. Ja, vorne, warum kann man vorne nicht öffnen? Vorne, haben wir wirklich gesagt, ist ein kompletter Bereich nur für den Service. Das heißt, die Kunden müssen sich um nichts mehr kümmern. Mhm. Maximal Wischwasser, das können wir nachher auch nochmal zeigen, wo das Ganze ist. Ist sehr ungewöhnlich für ein Fahrzeug. Aber es ist so, das Ganze kriegt man nicht mehr alleine auf. Da braucht man einen speziellen Schlüssel, den haben wir aus der Werkstatt. Dann kriegt man die Motorhaube auf. Genau, aber du sagst ja gerade, außer Wischwasser brauche ich eh nicht viel machen. Ja. Aber weil du es angesprochen hast, zeigen wir es doch gleich. Na klar. So wie eben schon angesprochen, haben wir ja immer den Tank fürs Wischwasser. Dort geht das Ganze rein und so einfach geht das Ganze auch wieder zu. Jetzt, wo wir gerade auch hier hinten sind, machen wir doch mal die Tür auf. Und was stellen wir fest? Wir haben die gleichen gesteppten Sitze wie vorne. Und wenn wir reinschauen, auch hier hinten kann jeder Fahrer, ob nun Linksfahrer, Mitfahrer, ob links oder rechts, auch sich seine eigene Klimazone nochmal einstellen. Jetzt haben wir ja das Auto nochmal in der kompletten Linie angezeigt. Und was mir auch auffällt, bei der S-Klasse gab es hier nochmal so eine Kante richtig drin. Genau. Bei dem hier nicht. Ich glaube, man sieht es ganz gut von hinten gerade, dass wir wirklich eine Form haben. Das heißt, wir haben eine Schulterlinie und die wird komplett durchgezogen. Man hat wenig Sicken, wenig Kanten, womit man normalerweise spielt als Automobilhersteller. Aber wir haben es hier halt so minimalistisch gehalten, weil natürlich auch der CW-Wert dann passen soll. Und jeder Kilometer bei einem Elektrofahrzeug ist Gold wert. Ist, glaube ich, auch gerade, wenn es ums Thema Kaufen geht, Elektrofahrzeug, ist Kilometer oder generell Reichweite das schlagende Argument? Definitiv, ja klar. Gibt es ein vergleichbares Modell, wo du sagst, so aus dem Stegreif jetzt von Mercedes, von denen, die schon auf dem Markt sind, die schaffen das in der Reichweite fast ähnlich wie der, oder ist das nochmal die absolute Speerspitze? Das ist nochmal die absolute Speerspitze, sei es die Fahrprogramme, die wir drin haben, das heißt, es die, das intelligente Fahren wird natürlich auch stetig verbessert, aber momentan kommt da nichts drin. Also das ist, okay. Das ist unsere absolute Weltklasse. Ja. Gut, dann sind wir jetzt außen eigentlich durch. Ich freue mich schon besonders drauf, mit dir jetzt ins Auto reinzugehen, weil bisher kennen wir es nur von Bildern oder aus anderen Videos. Und auch hier gibt es einen riesen Unterschied zur normalen S-Klasse. Definitiv, ja. Da freuen wir uns besonders drauf. Ich würde sagen, du Fahrerseite, ich Beifahrerseite. Und dann zeigst du mir mal, was so komplett anders ist an dem EQS. Gerne. Super. Ich habe dann mal eine Frage von hier hinten als Kameramann. Ja. Das ist das, was vielleicht auch die Zuschauer jetzt hier oben sehen. Wenn man ins Cockpit bei dir oben reinschaut, sieht man zwei blinkende Punkte. Wenn ich jetzt aber mal an meiner Kamera oben vorbeischaue, ganz genau, dann sehe ich die nämlich nicht. Was ist denn das? Genau, das sind diese beiden Infrarotkameras. Die scannen tatsächlich mein Gesicht und verfolgen es. Kann man sich ähnlich vorstellen wie im 3D-Kino, dass das Ganze mir dann als 3D angezeigt wird. Also das funktioniert, wenn ich keinen Hut trage, keine Maske trage. Also wenn diese Kameras mich komplett einfangen können. Gut, also was sofort auffällt, S-Klasse hatte so ein großes Panel hier. Genau. Die C-Klasse von letzter Woche, die wir euch gezeigt haben, hat auch so ein großes Panel hier und ebenfalls vorne so ein relativ gerades Panel im Cockpit. Das Ding ist ja jetzt mal ja, komplett durchgezogen. Eine große Scheibe. Ja. Also ich bin schon wieder sprachlos, wie das Mercedes hinkriegt. Ich vermute mal, hier ist so ein Monitor eingebaut. Genau. Hier ist nochmal so ein kleiner. Ja. Kann ich mir als Beifahrer das einstellen, wie ich aussuche, also wie ich will? Genau, also man hat auf der Beifahrerseite nochmal ein separates Menü. Das heißt einfach nur, dass wir das Ganze auch dann von der Beifahrerseite aus steuern können. Das Schöne ist bei diesen großen Displays, ist, dass wir einfach 1,41 Meter Breite haben. Mhm. Also über die ganze Fahrzeuginterieurbreite. Und man merkt ja auch, dass das einmal komplett hier so durchgezogen ist. Und nicht einmal mit der Scheibe bündig aufhört, wie die meisten Fahrzeuge. Kannst du es gerne mal ausprobieren auf deiner Seite. Gut, ich tippe einfach mal drauf. Zack, okay, jetzt ist es an. Überspringen. Genau, ja. Geh mal aufs Haus. Oh, genau, okay. Richtig. Und da hast du eigentlich gefühlt nochmal dasselbe Grundmenü wie ich auch. Jetzt ist die Frage, könnte ich hier auch mehrere Telefone koppeln oder nur eins? Du kannst zwei Telefone koppeln. Es ist so natürlich eins dann zum Telefonieren und eins dann als Medienquelle.
Okay, gut. Das heißt, wenn ich jetzt ein Chauffeur wäre, dann könnte der hinten sein Handy anschließen, könnte seine Musik hier reinspielen und wenn ein Anruf kommt, dann ist wahrscheinlich das dann übers Auto möglich. Auf der Beifahrerseite hättest du auch die Möglichkeit, Fernsehen zu gucken. Also hier in dem Display? Genau, richtig. Oh, cool. Leider ist es so, dass wenn ich einmal dann rüber lusche, der Interior Assistant mich dabei erwischt und das Ganze einmal ausschaltet. Okay. Das heißt, die Fahrsicherheit ist trotzdem weiterhin gegeben. Wenn der Fahrer einmal versucht mitzuschauen, wenn ein wichtiges Ligaspiel ist oder ähnliches, kann ich dir den Moment versauen, wenn ich einmal rüber gucke. Das heißt, ich kann es dann also auch nicht sehen? Genau, richtig. Weil es gab früher mal Bildschirme, da konntest du von der Beifahrerseite aus gucken und von der Fahrerseite aus nicht. Genau. Vielleicht kommt das ja mal wieder. Das kann gut sein, ja. Gut, also da kannst du dann wirklich sagen, durch dein Rübergucken ist hier Schluss mit lustig und dann ist mein Tag auch gelaufen. Gut. Was Schönes, was du auch zeigen kannst, der Interior Assistant sieht mich, wenn ich auf das Display touchen möchte und richtet diese Symbole zu mir aus. Ja, wenn du das einmal machst, kommt er zu dir. Das ist bei deinem Display auch nochmal genauso. Also der erkennt dich, wenn du mitmachen möchtest. Okay. Also es hat schon was Tolles. Ja, vor allen Dingen sind das Features, wo du wahrscheinlich auch sagst, ja Mensch du, ich will doch eigentlich bloß Auto fahren, aber irgendwie, wir sitzen ja jetzt hier drin, wir fahren nicht und trotzdem ist man begeistert von dem, was man erlebt. Wenn jetzt jemand das erste Mal in so ein EQS einsteigt, ich glaube, man kann gar nicht gleich losfahren. Man muss, glaube ich, erstmal ein bisschen was aufnehmen, oder? Genau, also man muss sich halt erstmal so einen gewissen Überblick verschaffen, was ist hier eigentlich los. Okay. Allein schon das Startgeräusch soll ein bisschen futuristisch, soll bahnbrechend irgendwie wirken. Und genau das ist es auch. Also man weiß auf jeden Fall, dass man nicht in einem normalen Auto sitzt, wenn man hier einsteigt. Dann tun wir jetzt mal so, als wenn ich jetzt der Probefahrer bin. Nur, dass ich halt auf der falschen Seite sitze. Mhm. Und du machst jetzt einfach mal mit mir so ganz kurz, prägnant, die wichtigsten Sachen, die ich einfach jetzt wissen muss, wenn ich mit dem Auto losfahre. Was kann ich so einstellen? Was gibt es für Assistenzsysteme? Wo kann ich die vielleicht ein- und ausschalten, wenn ich was nicht mag, wie einen Spurhalteassistenten oder so? Genau, richtig. Also angefangen quasi bei meinem Cockpit. Wenn du jetzt auf meiner Seite sitzen würdest, hast du natürlich das Lenkrad hier, worüber wir viel schon gesehen, geschaut, gelesen haben, also was du aus der C-Klasse halt auch schon kennst, das ist das kapazitive Lenkrad mit den Schaltflächen, das heißt, wir haben keine einzelnen Knöpfe mehr hier. Genau. Was dir immer bekannt vorkommt, sind natürlich die beiden Möglichkeiten, dass du einmal mit der rechten Seite das rechte Display bedienen kannst und mit der linken Seite kann ich mir hier wieder meinen Cockpit zusammenstellen, wie ich das haben möchte. Okay. Was dir immer wieder bekannt vorkommt oder was dir immer wieder über den Weg laufen wird in dem Auto, ist einmal die Symbole Haus und Pfeil. Mhm. Mit dem Pfeil kommst du immer wieder einen Schritt zurück, mit dem Haus immer zurück ins Grundmenü. Okay, aber wichtig nochmal zur Erinnerung, alles was ich auf der rechten Seite mache, ist für dieses Display. Genau. Und alles was auf der linken Seite passiert, ist quasi für deinen Cockpit, für den Fahrer nur. Genau, so ist es. Gut, weil nicht, dass man denkt, okay, die haben jetzt hier so auf der Seite, ne, das ist alles irgendwie eins und dann drückt man da und man wundert sich, das geht hier nicht, ne? Ja, richtig. Okay. Gut, das habe ich schon mal abgespeichert. Jetzt möchte ich zum Beispiel mal das Radio erstmal anmachen. Ich fahre unheimlich gerne mit Musik. Mhm. Wie ist denn der Klang hier drin? Ja, wir haben hier drin eine Boomester Soundanlage verbaut. Ja, jetzt läuft hier gerade Cha-Cha-Cha. Ich glaube, das ist nicht so unsere Musik. Wie kann ich denn jetzt den Sender wechseln? Genau, das machen wir einmal per Sprache. Hey Mercedes? Was kann ich für dich tun? Spiele Togo Radio. Das klingt schon besser. Das klingt schon besser, das ist schon mehr mein Geschmack. Aber man muss schon sagen, der Klang hier drin, ich meine gut, es ist Burmeister verbaut. Gut, dann würde ich sagen, machen wir die Musik wieder leise. Geht das auch per Sprachsteuerung oder? Das kann man ganz einfach und schnell dann am Lenkrad machen. Gestensteuerung hast du vorhin mal kurz angesprochen. Ich habe auch gesehen, wie du vorhin, als wir ja den 360-Grad-Rundgang gemacht haben, da war ja das Schiebedach angekippt. Das hast du nur mit so einer Handbewegung gemacht. Genau, richtig. Das ist jetzt aber auch Premiere in dem EQS. Genau, in der S-Klasse hatten wir es damals auch schon, also in der neuen S-Klasse, dass wir hier einen Interior Assistant haben. Das heißt, das ist so ein Assistent, der hilft uns dann bei einigen Sachen. Oh, jetzt geht's Rollo zu. Genau, jetzt hat er es gerade schon erkannt, dass ich da was machen wollte. Normalerweise ist die Handbewegung diese. Gut, jetzt geht's Rollo auf oder geht jetzt auch gleich Schiebedach mit auf bei dieser Handbewegung? Bei dieser Handbewegung geht erstmal das Rollo nach hinten.
Und jetzt in der zweiten Instanz würde dann einmal das Glasdach mit aufgehen. Das ist ja schon ein bisschen abgefahren. Also echt spektakulär. Ich würde sagen, lass es doch gleich auf. Wir haben ja schönes Wetter von oben, tolles Licht hier im Autohaus. bleiben wir kurz hier vorne. Ich schiebe das mal nach hinten, weil das Ding, das müsst ihr euch mal reinziehen. Das ist ja ein Riesenteil und man hat das Gefühl, man schiebt es ins Auto vorne rein. Und was sehen wir da? Eine riesen Lademöglichkeit zum Handy reinlegen. Cupholder sind hier, also alles an Bord. Und wir haben zweimal USB-C, sehe ich jetzt hier. Genau. Und was haben wir noch? Ein NFC-Lesegerät. Ja. Was kann ich denn damit machen? Also NFC ist mit einmal die Ladefunktion fürs Telefon. Diese NFC-Schale ist einmal hier vorne. Ach so, okay. Genau, also einmal gut, wir müssen das Handy nicht während der Fahrt benutzen. Und zweite gute Sache, das Handy wird geladen. Und wenn wir sogar ein Paket haben, was sich Multifunktionstelefonie nennt, wir legen das Telefon rein. Das Auto greift die Telefonantenne ab und ist quasi selbst die Antenne. Also das Funksignal oder das Antennensignal wird dadurch noch deutlich verstärkt. Gut. Es leuchtet mir jetzt auch ein, weil NFC kennt man ja sonst auch vom Bezahlen. Genau. Ne, wenn also kontaktloses Bezahlen. Ja. Nicht, dass du mich hier dann heute nach dem Tag abkassierst. So, wir haben jetzt eine Stunde im Auto gesessen, mach dann 200 Euro, halt mal kurz deinen Ring hier ran und zack, ist alles bezahlt. Was auch sehr süß ist, wenn wir schon hier vorne sind, ist ja wirklich dieses ganz, ganz kleine Menü. Ja. Vorher war es ja immer so ein riesen Startknopf irgendwo angebracht. Mhm. Der ist ja nun wirklich sehr minimalistisch geworden, dieser Startknopf. Warum ist das jetzt so klein geworden? Also auch dieser kleine Nupsi hier, um das Warnblinklicht anzumachen. Also ist ja alles sehr, sehr klein geworden. Ja, richtig. Also jeder Mercedes-Fahrer wird wissen, dass sich das das Symbol für die Warnblinkanlage deutlich verkleinert hat. Bei den alten Mercedesen war es noch ein riesen Dreieck, was hier oben quasi war. Das habe ich als kleiner Junge immer noch zum Spielen genutzt. das hat sich mittlerweile als so kleines Warndreieck dann entpuppt. Also es ist einfach schnell zu sehen, schnell zu bedienen und jeder weiß, was damit gemeint ist. Also jeder, der Mercedes fährt, für den ist das nichts Fremdes hier. Mhm. Und deswegen geht das total schnell hier. Ich sehe auch gerade, hier sind noch mal so ein paar Schnellwahlfunktionen mit dabei, wie halt laut und leise machen. Genau, für den Beifahrersitz extra gemacht, genau. Zurück zum Menü, komme ich hiermit auch. Genau, das sind die Assistenzsysteme vom Fahrzeug, die dann angezeigt werden. Oh, da sind wir ja gleich schon mal bei einem ganz interessanten Punkt, Assistenzsysteme. Hat ja der EQS nicht wenig an Bord. Das ist so, ja, richtig. Vielleicht, wir haben jetzt hier gerade so die wichtigsten, glaube ich, im Display eingefangen, die wir sehen können. Ich meine, Head-Up-Display brauchen wir, glaube ich, nicht mehr erläutern. ESP weiß auch jeder. Aber Gottverdammt nochmal, Schneeketten. Genau, richtig. Es ist das erste Auto, wo ich im Menü Schneeketten sehe. Womit hängt das zusammen? Das hängt tatsächlich mit der Hinterachslenkung zusammen. Wenn ich Schneeketten an meiner Hinterachse habe und die Hinterachslenkung arbeitet mit, haben wir durch die Schneeketten einmal im Prinzip ein größeres Rad. Und dann ist einmal der Winkel von der Hinterachslenkung eingeschränkt durch dieses Schneeketten-Tool, das wir vorne haben. Gut, das leuchtet mir natürlich ein, dass wenn ich im Winter irgendwo festhänge, im Harz oder im Erzgebirge oder was auch immer, muss mir Schneeketten raufziehen, ein Tastendruck und das Fahrzeug kann dann sofort die Fahrt wieder aufnehmen. Genau. Okay, dann leuchtet es mir natürlich ein. Niveau anheben ist auch klar, absenken, anheben, ne? Je nachdem, wie ich es haben will. Innenraumschutz bedeutet... Ist wie eine Diebstahl-Warnanlage, das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Haustier hier drin lasse oder einfach nur fix dann losgehe, irgendwie eine Tankstelle bezahlen und das Auto abschließe, dass ich vielleicht den Innenraumschutz ausmache, nicht, dass dadurch durch mein Haustier dann die Alarmanlage ausgelöst wird. Okay, also auch für Familien interessant, du hast noch keine Kinder, gehe ich davon aus, weil du von Haustier sprichst. Manche haben ja auch Kinder lassen, die beim Tanken hinten drin sitzen. Stimmt. Dann haben wir es mal angesprochen, okay, nächste Seite. Zack, einmal kurz angetippt. Abschleppschutz? Genau, der Abschleppschutz, ich glaube, braucht man auch nicht erklären. Wenn das mit an Bord ist, muss halt der große Kran kommen mit den vier Radsäulen, die dann einmal so angehoben werden. Ja gut, das hast du ja in den meisten Städten mittlerweile sowieso, dass die dann damit ankommen. Ne? Apropos Abschleppen, der ist ja nun nicht gerade kurz, dieser EQS. Was haben wir für eine Fahrzeuglänge? Über 5 Meter. Von daher, das sieht man bestimmt auch in der ganzen Seitenansicht. Genau. Ja.
Spurhalteassistent und aktiver Lenkassistent sind ja beides schon mal so Sachen, die wir zum fast autonomen Fahren brauchen. Vielleicht sagst du uns dazu noch kurz was. Genau, der aktive Spurhalteassistent ist halt dafür da, dass wir die Spur halten, wie er es schon sagt. Mit dem Lenkassistent haben wir die Unterstützung, die uns dann wirklich in dieser erkannten Spur hält. Und am Lenkrad haben wir einmal die Möglichkeit, den Abstand zum Vordermann einzustellen, unsere Distronic, womit dann schon mal drei Komponenten fürs autonome Fahren gegeben werden. Benjamin, eins habe ich noch. Eins ist geil, das muss ich dir zeigen. Wenn ich zum Beispiel beim Interior Assistant diese Pose mache, und das heißt diese V-Pose, kann ich einen Favoriten hinterlegen. Wenn ich mit den Fahrzeugen unterwegs bin, mache ich das eigentlich mehr gerne, dass ich eine Massagefunktion hinterlege. Und da es langsam ein bisschen ungemütlich wird in Deutschland, ist eine Hot Relaxing Rückenmassage genau das Richtige. Und da können wir dann einfach sagen, dass es beim Beifahrer jetzt hinterlegt ist. Oh, geil, merke ich auch sofort. Also sehr interessant ist auch wieder dieser absolute Materialmix. Ne? Hier unten ist so ein bisschen Kunststoff, aber auch hier ein riesen Ablagefach, das wollen wir euch nochmal zeigen. Dann habe ich hier eine Holzleiste drüber, wo hier zwischendrin nochmal so eine LED-Lauflicht ist. Ja, Metall durch die Burmeister Soundanlage. Hier habe ich Leder verbaut, wieder mit einer Kontrastnaht dabei. Hier ist das Menü für die Sitze mit Sitzheizung, Sitzlüftung, Memory-Funktion mit Lackierlack oder Klavierlack ähnlich, auch wieder mit Aluminium umzogen, mit Licht hinterlegt. Und das hier oben ist auch interessant, weil das ist so ein Neoprenanteil. Das ist das erste Mal, dass ein Auto überhaupt sowas bekommen hat. Und ebenfalls nochmal mit einer Kontrastnaht. Also sehr, sehr schön. Und während ich das so erzählt habe, habt ihr gesehen, dass sich so vielleicht ein bisschen ab und zu das Licht mal verändert hat. Also gigantisches Raumkonzept, gefällt mir richtig gut. Also wir haben auch hier so einen kleinen Tunnel, den wir dann benutzen können, um einiges verstauen zu können. Also neu ist hier vorne dieser Bereich, dieser ein kleiner Nupsi kann man sagen, aber nee, es ist eigentlich ein Pad, nämlich ein Fingersensor-Pad. Aber funktioniert jetzt nicht, muss ja erst durch Mercedes Me aktiviert werden. Was verbirgt sich genau dahinter? Was für Funktionen sind freigeschalten? Genau, also Mercedes Me ist ja eine Potenzialerweiterung für dein Fahrzeug. Wenn du dich jetzt mit deinem Namen darunter anlegst und sagst, das ist mein EQS. Ich schalte Sachen frei, wie zum Beispiel das digitale Bezahlen an der Tankstelle. Deine Kreditkarte ist hinterlegt, damit das Ganze so schnell wie möglich geht. Du fährst an die Tankstelle, hast dich aber vorher nicht identifiziert. Das machst du dann einmal über diesen Fingerprint-Sensor und sagst, okay, ich bin auch der, für den ich mich ausgebe und es darf was von meiner Kreditkarte abgebucht werden. Ansonsten kann ich sagen, ich fahre mit deinem Auto mal los, tank kurz und du hast davon gar nichts mitbekommen. Gut, also bräuchte ich nicht mal rein zum Bezahlen, kann ich alles über einen Fingerabdruck machen. Fertig. Gut, beziehungsweise an der Säule muss ich dann nicht erst extra was... Genau, also den Fingerabdruck machst du dann vor Fahrtantritt und das digitale Bezahlen, das passiert dann so, weil er genau weiß, mit welcher Kreditkarte er verbunden ist. Okay, gut, ansonsten hier im Fahrzeug sind ja so ein paar Sachen noch verbaut. Wir haben die Memory-Funktion auf Fahrer- und Beifahrerseite, Sitzbelüftung, genau. Sitzheizung ist auch alles mit dabei, also alles, was so ein Luxusauto halt braucht. Ich sehe vorne in deinem großen Cockpit, dass bei 220 km/h Schluss ist. Der ist ja bestimmt abgeriegelt. Ja. Ja, bei wie viel km/h ist Schluss? Bei 200. Bei 200? Glaube ich. Glaubst du? Och Mann. Also müssen wir es testen. Ja. Gut. Aber das ist natürlich dann schon enorm schnell, weil viele mit E-Autos ja deutlich früher schon... So ist es, genau. Also zum Beispiel der EQA ist bei 160 abgeriegelt, dass wir da natürlich nicht die Reichweite runterspielen. Gut. Ja, vielen Dank erstmal für die kurze Einführung hier vorne im vorderen Bereich. Ich glaube, ich wäre jetzt so fit, dass ich sagen könnte, ab geht's auf die Straße. Können wir heute aber noch nicht, weil Fahrzeug hat nämlich noch kein Kennzeichen dran, genau. Soll aber eigentlich heute noch kommen. Ja. Wir warten jetzt darauf, dass der Azubi von der Zulassungsstelle zurückkommt sozusagen. Ich würde sagen, das Fahren holen wir noch nach, weil es gibt ja noch ein paar Features vorne. Das heißt, der soll ja noch so Warnhinweise auf die Straße projizieren und so weiter. Genau. Können wir halt jetzt leider nicht machen, aber ich würde sagen, im nächsten Video bist du wieder mit dabei. Gerne. Fahren wir mal eine Runde, haben ein paar Notfallsituationen und dann stellen wir euch mal so die ganzen Assistenzsysteme in Action auf der Straße vor. Und oder im Parkhaus oder was auch immer, wo auch immer wir das machen können. Flexibel einsetzbar. Genau, dann sagen wir erstmal danke für die tolle Einführung. Gerne, gerne. Wenn noch Fragen sind von unseren Fans vor allen Dingen, würde ich sagen, sollen die ruhig jetzt hier mal schön unter dem Video kommentieren, damit wir uns vorbereiten können fürs nächste Video, wo wir dann die Ausfahrt machen. Und dann sehen wir uns bald schon wieder. Und ich sage erstmal vielen Dank, Max. Gerne. Und bis zum nächsten Video.
Tja. So, nun habt ihr so ein paar Basics mal kennenlernen dürfen. Dank Max, der Produktexperte hier bei Stern Auto ist in Rostock. Und ja, ich kann nur empfehlen, nehmt euch die Zeit, lasst euch das Auto erklären. Es ist nichts, um herzukommen, einzusteigen, loszufahren. Dafür ist einfach viel zu viel im Auto los. Wäre einfach idiotisch oder zu unsicher, damit einfach loszufahren und während der Fahrt das Auto kennenzulernen. Also von daher nochmal vielen, vielen Dank an dich, Max, dass du uns das Auto so ausführlich gezeigt hast. Und wir haben ja schon gesagt, wir werden damit auch mal auf die Straße fahren. Das wird noch ein paar Tage in Anspruch nehmen. Und von daher erstmal vielen, vielen Dank an Sternauto, an Max, dass wir das Auto jetzt hier vor Ort schon mal live sehen durften. Und wir freuen uns auf die nächste Ausfahrt. Wenn euch auch dieses Video wieder von diesem fantastischen EQS gefallen hat, dann schaltet doch auch nächste Woche wieder ein. Da sind wir mit einem neuen Fahrzeug unterwegs. Wohin es uns verschlägt, wissen wir an dieser Stelle noch nicht. Lasst einfach dieses Video noch mal ein bisschen auf euch wirken. Wenn euch es einfach zu schnell ging, schaut es euch doch nochmal an. Wichtig ist, abonniert auch den Kanal, drückt die Glocke und lasst gerne auch mal einen Kommentar da, was hat euch gefehlt. Und ganz wichtig nochmal zur Erinnerung, schreibt auch mal drunter, was wir für euch testen sollen, wenn wir mit dem EQS auf der Straße unterwegs sind. Denn dann können wir es mit Max nochmal einbauen. Wir sagen jetzt erstmal vielen Dank fürs Einschalten und dann sehen wir uns nächsten Samstag pünktlich 7 Uhr.